Schönen guten Morgen, die Leaf-Leute. Die wollen ein Unboxing-Video, die kriegt ein Unboxing-Video. Und zwar, wenn ich bei Prozis bestellt. Alle zu Office. Du. Ich habe schon ganz viele leckere Sachen bestellt, die ich aber leider Gottes nicht alle gut kann schmecken. Weil ich war morgens mit der Kompetition. Wir sind heute frei, und ich auffilme, ich lade dann aber recht nichts vorab. Da sind ich, also ich nicht mehr für meine Kompetition. Ich konnte aber nicht mehr lang warten. Also, ich bin bestellt. Turkey Jerk. Dann wollte ich machen Slim Nudels. Gabba, das ist tiptop für den Abend und nur, weil ich okay bin. Kakao Nips. The Zero Schoko Crisp. Hat ob 100 Gramm oder pro Bar. Oh, sind da kleine Barren dran. Das gucken wir aber noch. Nein, das ist ganz angepackt. Pro Bar 150 Gramm. Das ist die ganze Zeit. Heute du siehst 7,5 Gramm Zucker. Das ist wirklich nicht viel. 15 Gramm Kohlenhydrate. Und ganze 45 Gramm Proteine. Ja, das ist immer noch Schokolade. Das ist immer noch ein kleiner Treat. Das ist immer noch für am Osten zu genießen. Mehr gut. Whey Protein White Spread, das White Chocolate Flavor. So. Und das ist noch von weiter. Wir hatten das schon noch von Iron Max, von Gym Queen. Iron Max, wie sie als Favorite. Mulberry. Ja, Mulberry. Gedröschen. Ja, so ist das hier nicht dran. Das ist alles bio, das ist alles tiptop. Jetzt auf 100 Gramm. 31 Gramm Kohlenhydrate, davon sind 13 Gramm Zucker, was du dann der Fruchtzucker aus. Also in allem ein Superfood. Wer das Datei? Oh, ja, die wollte ich machen. Das sind so kleine Schotten. Hayas, Kamille, Lavendel, Spirulina. Oh, da war schon bald zu spät. Voilà. Also ein Ginger Shot. Ginger, Turmeric, Kollagen. Kakao. Maca und Kollagen. Apple Cider Vinegar. Milk, Thistle, keine Ahnung, was das ist. Schokol. Den ist auch carrément schwarz. Den ist schwarz. Matcha, Moringa und Ginseng. Ich filme das natürlich von statt trinken. Fruit Spread. 2x00 Zucker. Ich habe mal ein Keier. Aprikos, Bier und einmal der Klassiker, Erdbeer, natürlich. Hat keinen zusätzlichen Zucker. Also, das ist eigentlich gar nicht von Zucker dran. Das Ganze tut auf 100 Gramm 22 Kalorien. Auf 100 Gramm 22 Kalorien. Wem ist 100 Gramm auf sich geschmiert? Bestimmt kein. Ich bin auch da gespannt, wie sie schmecken. Wahrscheinlich am Laufenden. Natürlich. Peanut Butter. Eine Geschmacksrichtung Crunchy Cinnamon. Ja, für meinen Booster dann in Zukunft selber zu machen, habe ich als Citrullin bestellt. Da könnt ihr noch dran. Beta-Alanin, das ist das, was für das Kribbeln am Körper zuständig ist. Und dann holen wir dann zusätzlich dazu noch AAK. AAKG, pardon. Weil das ist auch eine Aminosäure, die ist auch zuständig für den Pump am Muskel. Das heißt, dass die gut ausschwillt und dass die gut spürt. Und natürlich nicht zu vergessen, kommen da auch noch BCA dran. BCA habe ich heute einmal an Lemon Lime gestellt. An Peach Passion Fruit. Geringen Apfel. An einmal auch Peach Passion Fruit. Dann habe ich auch noch ein paar Glutamin an der Pille bestellt. Für wen? Ich habe vielleicht nicht immer Lust, etwas zu trinken, respektive Rodeo und eigene Gut. Aber wenn ich nur im Training. Auch noch ein Iso-Whey trinken,
Und dann noch so ein guter machen, so fruchtig gut, das schmeckt das mir nicht unbedingt. Ich decide, dass man dann eben Glutaminspillen zu helfen, für wenn ich dann ein Isoway trinke, no Training, das ist, da kann mein Glutamin an der Pilleform zählen. Crunchy Caramelized Pecan. Also, karamellisiert Pecan-Nuss sind an diesem Peanut Butter dran. Noch Peanut Butter. Okay. Ist schon ein Problem. Ist schon ein Problem ohne Peanut Butter. Für was stellt hinter mir automatisch scharf? Ja. Ist schon definitiv ein Problem ohne Peanut Butter. Hier ist Peanut Butter mit Kokosnuss. So, dann habe ich noch etwas zu trinken bestellt. Und zwar hatten sie bei Prosis Kombucha. Schaffstellen. Ja, und zwar hatten sie bei Prosis Kombucha. Dann habe ich dann ein Kehr Kombucha an Ginger Lemon. Ein Kehr an Coconut Summer Beach. Und ein Kehr an California Raspberry. Ein Dressing. Caesar Dressing von Prosis. Schon der schon pur macht, geprobiert. Ich war bislang noch kein dabei, die mir wirklich, wirklich gut geschmeckt wird. Ja, das sind Chipsen aus Sweet Potatoes. Wir sehen zwar nicht aus wie Sweet Potatoes, sieht hell aus. 60 Gramm ist hier dran. Wird für 60 Gramm 210 Kalorien. Ist nicht wenig, wir sind immer noch Chipsen. Die müssen aber naturgedröschen gesehen, also die sind nicht frittiert gehen. Ja, Pancakes. Wen hat sie nicht gern? Pancakes, Emo an Chocolate Brownie. Mmh. An Emo an Strawberry Cheesecake. Die sind rosa, die Pancakes. Die sind tatsächlich rosa. Wen hat kein rosa Pancakes gern? Hm? Oh, mein Freund, unbedingt ein neues Flasch für ein bisschen Plastik zu spuren. Ich darf es auspacken, ich darf es nicht auspacken, bis ich das Video gemacht habe. Und ich habe es gefolgt. Ziemlich cool angepackt. Und voilà, das ist ein Gros. Das sind wie die Chili-Bottles. Cool. Aber nice verpacken mit so einem Steckstoff. Ich habe dann auch noch ein ganzes Pack Regeln bestellt. Ich will die an der Welt, die ich da immer mache. Da gehen jetzt einmal die Diet High Fiber Low Sugar Regeln. Ich schreibe euch Werte einfach hier drin. Hier ist einmal White Chocolate Raspberry. Banane Muffin. Chocolate Chip Cookie Dough. Chocolate Brownie, Double Chocolate Flavor und Cinnamon Roll. Da geht es dann an einem auch noch Zero Snacks. Die haben Low Sugar, High Protein, High Fiber. Auch die Werte schreiben sie schon drin, weil die sind schon auf 100 Gramm gehen und ich muss das umrechnen. Da haben wir dann auch ein Kehr White Chocolate Raspberry für den Vergleich. Cookies and Cream, der Klassiker. Hm. Anscheinend hatte ich 3-mal Cookies and Cream und 2-mal White Chocolate Raspberry. Das ist das wäre. Eigentlich auch 2 von allen Sorten. Das sind Schokoladesbären, so wie für ein Tablet, die ich echt gewesen habe, das auch noch am Ätzeln. Du hast keinen Zucker dabei gefügt und das Stevia mit dran. Dann will ich einfach hier ein paar Milchschokolade mit Cereals und ein paar Milchschokolade mit gecrushten Mandeln. Voilà, wir haben schon am Ende vom Prosis Hall. Die wollten, die haben gekriegt. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Wenn euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like hier. Die könnt mich auch abonnieren, respektive hier oben am Eck, da geht ihr einen kleinen Schall. Aber wenn ihr direkt, dann kriegt ihr immer die Informationen, wenn ein neues Video von mir online ist.
Ciao, ciao.